Thema die veränderte Wirklichkeit in Zeiten der Digitalität. Was machen ChatGPT und Co. mit uns? Genau. Und dann übergebe ich tatsächlich schon. Ich werde das hier moderieren. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben sollten, dann schreiben Sie sie gerne in den Chat. Vielleicht noch kurz zu Ann-Kathrin Vatolla. Sie hat jetzt gerade über das Thema promoviert, ist jetzt in den letzten Schritten, um dann ihre Promotion abzuschließen. Genau, hat an der Hamburg Open Online University das Ganze gemacht und hat ihren Background der Technischen Universität Hamburg. Ja, vielen Dank, Valentin, und herzlich willkommen, guten Morgen zum ersten Tag des University Future Festivals. Ich freue mich sehr, hier zu sein und werde jetzt mal meine Folien teilen. In der Hoffnung, dass das alles wunderbar funktioniert. Genau, herzlich willkommen zum Input, die veränderte Wirklichkeit in Zeiten der Digitalität. Was machen ChatGPT und Co. mit uns? Mein Name ist Ann-Kathrin Vatolla. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Und wie Valentin gerade schon gesagt hat, ich habe meine Promotion letztes Jahr abgeschlossen, genau zu diesem Thema, und finde das immer noch ein relevantes Thema, auch gerade in dem Kontext der Tales of Tomorrow, und freue mich, Sie kurz auf eine kleine Reise mitnehmen zu dürfen. Ich möchte anfangen mit einem Gedankenexperiment, und zwar, oder mit zwei Gedankenexperimenten, so viel eher. Fangen wir an mit dem ersten. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen zu Hause ganz entspannt auf dem Sofa und plötzlich klingelt Ihr Telefon. Sie gehen ran und werden begrüßt persönlich von der Stimme von Ursula von der Leyen. Und Ursula von der Leyen redet Sie, wie gesagt, persönlich an und gibt Ihnen Hinweise, was Sie denn jetzt am Sonntag bei der anstehenden Europawahl wählen sollten. Also sprechen Sie ein bisschen mit der Stimme von Ursula von der Leyen und legen dann auf und fragen sich, was war das? Und die Frage stelle ich Sie, Ihnen jetzt. Wie würden Sie reagieren, wenn Sie so einen Anruf bekämen von Ursula von der Leyen? Sie können gerne kurz in dem Chat schreiben, wie Sie reagieren würden. Oder sich auch melden, wenn Sie das einsprechen möchten quasi. Genau. Genau, der erste Gedanke, haha, ja klar. Unglaubwürdig, genau. Also es ist viel, wenn ich das so schnell sehe, also viel Skepsis dabei. Man denkt auch, ein bisschen verrückt. Genau das haben wir aber jetzt gerade in Indien tatsächlich gesehen. Für diejenigen von Ihnen, die das mitgekriegt haben, in Indien hat ja gerade gewählt von April bis Juni, bis zum 1. Juni. Und da wurde genau das getan. Also gerade in Indien ist die Nutzung von KI-Inhalten und Tools im Wahlkampf sehr, sehr weit vorne. Und da gab es diese personalisierten, automatisierten Anrufe von PolitikerInnen, die eben über Wahl und Wahloptionen und auch Wahlvorschläge gesprochen haben. Wir gehen weiter zu dem zweiten Gedankenexperiment. Das zweite Gedankenexperiment. Sie sitzen wieder zu Hause und denken über die Europawahl nach und fragen sich, ich weiß gar nicht, was ich wählen soll, weil eigentlich so richtig zufrieden bin ich weder mit den Optionen, die die Parteien mir anbieten, aber auch nicht mit der Situation, die wir aktuell in Deutschland haben, sei es in Bezug auf das politische Klima oder in Bezug auf Klimawandel, aber auch nicht in Europa. Und deshalb informieren Sie sich natürlich, wie das die meisten von uns machen. Wir informieren uns im digitalen Raum und auch auf sozialen Netzwerken. Und während Sie das so tun und Ihre Suchbegriffe eingeben, werden Sie immer wieder mit den ähnlichen Narrativen konfrontiert. Und diese Narrative können ganz verschieden aussehen. Sie können auch sehr, sehr nah an Ihre Lebenswelt anknüpfen. Und gleichzeitig werden Ihnen bestimmte Weltansichten vorgestellt. Zum Beispiel, wir haben das jetzt gerade
alle gesehen mit dem Lied L'amour toujours von Gigi D'Agostino, wo dieses Lied genutzt wurde von rechtsextremen Personen, die dieses Lied umgedichtet haben und so eben Inhalte erstellt haben, die sehr nah und weniger extrem wirken. Wie reagieren Sie, wenn Sie merken, dass Sie in so eine Spirale kommen? Wieder gerne in den Chat schreiben, falls Sie... Genau, wenn es Redebedarf gibt oder jemand sich auch gerne äußern könne, haben wir auch die Möglichkeit, die Personen auf die Bühne zu holen und dann können wir das auch interaktiver machen. Also wenn jemand Redebedarf hat oder sich gerne äußern möchte, dann hebe er bitte die Hand, dann werde ich ihn nach vorne holen, aufs Podium holen. Genau, das zu merken überhaupt ist der erste Schritt. Ja, gar kein Social Media, einfach das ignorieren, privaten Top öffnen. Genau, man wird sauer. Ja. Privacy-Einstellung, genau, zu gucken, wie kann man dagegen vorgehen. Genau, auch das ist natürlich etwas, was, wir müssen gar nicht nach Indien gucken, um mit solchen Fragen konfrontiert zu sein, sondern wir können auch bei uns bleiben und sehen, dass natürlich auch jetzt mit der anstehenden Europawahl bestimmte Narrative gepusht werden. Ich formuliere es mal so. Die Frage ist, was ist denn den beiden Gedankenexperimenten gemein? Und jetzt wird es ein bisschen theoretisch, denn ich sage, und das habe ich auch in meiner Dissertation sehr ausführlich hergeleitet, ich sage, das, was den beiden gemein ist, ist, dass sie Einfluss darauf nehmen, wie wir Wirklichkeit konstruieren. Und ich gebe mir wirklich Mühe, den theoretischen Teil so kurz und so verständlich wie möglich zu haben. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Zuerst einmal der theoretische Hintergrund. Wir sind im Konstruktivismus und dabei im Übergang vom Sozialkonstruktivismus zum kommunikativen Konstruktivismus. Und dem wird eben gesagt, dass Wirklichkeit ist nicht einfach gegeben und vorhanden, sondern das ist etwas, was konstruiert wird. Was meinen wir jetzt, wenn wir von Wirklichkeit sprechen? Wirklichkeit ist ein subjektiver Erfahrungsraum, also gerade in den sozialen Kommunikationswissenschaften wird unterschieden zwischen verschiedenen Bewusstseinszuständen. Also zum Beispiel ein Traum ist ein Bewusstseinszustand oder den Flow. Jeder kennt ja auch den Flow. Das ist ja ein psychologisches Konzept. Das ist auch ein Bewusstseinszustand. Darum geht es nicht, sondern es geht um das Hier und Jetzt, in dem wir uns befinden. Also Sie vor Ihren Rechnern, ich vor meinem Rechner, ich in Berlin, Sie vielleicht irgendwo anders. Und alles, was wir hier wahrnehmen, ist quasi das Hier und Jetzt. Und in diesem Hier und Jetzt konstruieren wir uns in diesem Spannungsfeld zwischen uns selber und unserer Außenwelt eben unsere Wirklichkeit. Also Wirklichkeit ist quasi eine Qualität von Phänomenen, die da sind. Ob wir das wollen oder nicht, die sind da und die müssen mit Bedeutung versehen werden. Und das ist auch nichts, was wir bewusst tun, sondern das ist ein inhärent menschlicher Prozess, dass wir Bedeutungen den Phänomenen, die uns umgeben, zuschreiben. Und wie gesagt, es gab den Übergang von der sozialen zur kommunikativen Konstruktion, dass eben gesagt wird, okay, das, was da im Zentrum steht, ist eben nicht mehr Wissen, wie es jetzt im Sozialkonstruktivismus bei Berger und Luckmann noch der Fall war, sondern es geht um Kommunikation. Das heißt, alles, was am sozialen Handeln relevant ist, also an der Interaktion miteinander, muss kommuniziert werden. Denn nur dann, wenn es kommuniziert wird, ist es quasi wirklich in diesem Ansatz. Das heißt aber nicht, dass alles, was auch kommuniziert wird, auch sozial relevant sein muss. Ich gehe gleich nochmal darauf ein, was ich mit Kommunikation meine. Genau, Wirklichkeitskonstruktion, das machen wir sowohl für uns selber, aber wir sind natürlich in einer Gesellschaft, also wir machen das auch gemeinschaftlich. Das heißt, wir alle sind kommunikativ handelnde Subjekte. Und wir haben bestimmte kommunikative Entscheidungsgrundlagen, auf denen wir eben handeln. Das sind vergangene Erfahrungen, die wir individuell, aber auch als Gesellschaft gemacht haben. Das können bestimmte Impulsreaktionen sein. Das kann auch bestehendes Wissen sein. Also wenn man weiß, in einer bestimmten Situation
verhalte ich mich entsprechend eines folgenden Musters, dann weiß ich das auch für zukünftige ähnliche Situationen. Genau, also wir alle sind kommunikativ handelnde Subjekte. Und wir interagieren miteinander und zwar über Kommunikation. Und das Spannende hier ist, dass halt diese kommunikative Handlung, das heißt nicht nur, dass wir reden, sondern das heißt alles, was wir quasi, in der Literatur heißt das veräußern. Also alles, was aus mir quasi herauskommt im Sinne von, es sind Worte, aber es ist zum Beispiel auch, es sind diese Folien, es sind Videos, es ist meine Stimme, wenn wir jetzt das Beispiel von Ursula von der Leyen im Hinterkopf halten. Das alles sind sogenannte Objektivationen. Also ich packe meine eigenen Erfahrungen, mein Wissen, meine Gedanken in Objekte oder Objektivationen. Genau. Und die werden natürlich, die sind gesellschaftlich auch geprägt, ne? Wieder die Frage, auf welche gesellschaftlichen Regeln, welche gesellschaftlichen Bedeutungszusammenhänge hat man sich geeinigt. Und in diesem Dreiklang, also zwischen dem einzelnen kommunikativ handelnden Subjekt, der kommunikativen Handlung und der Gesellschaft, wird eben Wirklichkeit konstruiert. Das bedeutet, wir alle stellen, jeder für sich, aber auch in einer gemeinschaftlichen Aushandlung, Bedeutungszusammenhänge her, die wir teilen. Und diese Bedeutungszuschreibungen und Aushandlungen bilden eben die Basis unserer Wirklichkeit. Genau. Jetzt stellt sich die Frage, okay, was verändert sich denn nun im Kontext von Digitalität? Weil das sind Prozesse, die waren schon immer so. Also wir könnten jetzt bis zur Höhlenmalerei zurückgehen. Das will ich jetzt gar nicht, sondern genau gucken, okay, was genau verändert sich? Ich habe vorhin gesagt, es geht um das Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt verändert sich, das wissen wir alle. Und in der Literatur wird das als sogenannte synthetische Situation beschrieben. Das heißt, mein Hier und Jetzt, und das University Future Festival ist einfach ein super Beispiel, ist nicht mehr nur mein physisches Hier und Jetzt, sondern wir sind über verschiedene Standorte, über verschiedene Bühnen in Deutschland verteilt. Wir sind im digitalen Raum. Das heißt, Raum und Zeit, also meine eigentlichen Anker vorher, die sind gar nicht mehr so präsent. Das heißt, es braucht für eine Interaktion, braucht es nicht die physische Präsenz, also dass mir jemand gegenübersteht, mit dem ich kommunikativ handeln kann, sondern die sogenannte Response Presence. Also das quasi nicht mehr die physische Präsenz, sondern die Möglichkeit der Antwort und der Reaktion gegeben ist. Und gleichzeitig sind eben in diesen synthetischen Situationen fungieren Menschen als Datenpunkt. Das merken wir ja auch immer wieder. Da kann man jetzt an die Netzwerktheorien etc. anknüpfen, darum soll es gar nicht gehen. Aber quasi unser Hier und Jetzt, das wird größer, eben durch zeit- und ortsübergreifende Kommunikationsstrukturen. Das ist der erste Punkt, der sich verändert. Der zweite Punkt, der sich verändert, ist, dass wir gar nicht mehr nur mit anderen Menschen kommunizieren. Also ich habe ja vorhin gesagt, wir sind alles kommunikativ handelnde Subjekte, die miteinander in der Gesellschaft interagieren. Das ist ja nun gar nicht mehr so. Und ich glaube, die meisten von uns werden das natürlich auch schon selber erlebt haben. Das heißt, wir kommunizieren mit sogenannten kommunikativen Robotern. Und die kann man noch weiter klassifizieren, sei es jetzt in Artificial Companions, also so etwas wie Alexa zum Beispiel oder Siri oder Social Bots, wie wir das gerade in den sozialen Netzwerken hier oft sehen, oder auch Workbox, die es ja im Journalismus auch schon ewig gibt, die ja quasi Arbeitsprozesse uns abnehmen. Und das Spannende daran ist, dass wir als Menschen, wir haben kommunikative Entscheidungsgrundlagen und kommunikative Erwartungen. Also wenn ich etwas kommuniziere, dann habe ich eine bestimmte Erwartungshaltung, die dahinter steht, die basierend auf meinen bisherigen Erfahrungen etc. liegt. Und meine kommunikativen Erfahrungen richten sich natürlich immer an die Kommunikation mit anderen Menschen. Das ist natürlich, weil wir als Menschen, wir sind soziale Wesen, wir können gar nicht anders, als zu erwarten, dass wir mit anderen Menschen sprechen, die ähnliche kommunikative Erwartungen und Entscheidungsgrundlagen mitbringen. Jetzt kommunizieren wir aber mit künstlicher Intelligenz. Die kann natürlich gar nicht die gleichen kommunikativen Erwartungen mitbringen, die wir von einem Menschen erwarten würden. Das heißt, da haben wir eine Dissonanz zwischen dem, was ich eigentlich erwarte von einer Kommunikation, und
die Art und Weise, wie das Gegenüber, in dem Fall die künstliche Intelligenz, eben reagiert. Und daraus hat sich eben diese neue kommunikative Handlung, und es ist wirklich ein ganz neuer Handlungstyp, nämlich das Prompt Engineering, das werden die meisten von Ihnen auch kennen, dass man da natürlich sehr, sehr viel expliziter sein muss, was man genau möchte. Also ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir sind hier beim University Future Festival. Ich habe gerade mein Telefon, meine Uhr nicht dabei und frage jemanden, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Würde das die andere Person wortwörtlich nehmen, dann würde sie natürlich sagen, ja, kann ich. Wir kennen alle dieses Beispiel. Es geht natürlich nicht darum, ob der das kann oder nicht oder sie, sondern es geht darum, dass ich die Uhrzeit wissen möchte. Mit künstlicher Intelligenz, da eben ist diese kommunikative Erwartungsgrundlage eine andere. Das heißt, dort muss ich versuchen, meine Kommunikation, so wie ich sie gelernt habe, und meine kommunikativen Handlungen, die manchmal nicht hundertprozentig klar und eindeutig sind, eben zu explizieren. Das kann eine Chance sein, aber ist auf jeden Fall etwas, was wir so nicht gelernt haben. Das ist das Zweite, was sich verändert. Das Dritte, was sich verändert, das ist, dass wir es mit einer Algorithmisierung medialer Objektivation zu tun haben. Klingt sehr kompliziert, aber ist es gar nicht. Ich habe vorhin gesagt, das quasi, was wir in unseren kommunikativen Handlungen produzieren, sind Objektivationen. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen Begriff. Und das wissen wir auch alle, die werden durch Algorithmen neu strukturiert und nicht immer unbedingt transparent strukturiert. Das heißt, da liegen automatisierte Entscheidungsverfahren dahinter, die auf bestimmten Daten von uns fußen, die wir aber nicht unbedingt nachvollziehen können und die auch nicht immer sichtbar sind. Und so kommt es eben dazu, dass ich zum Beispiel während meiner Recherche, ich nenne es jetzt mal Recherche, zur Europawahl in bestimmte Filterblasen und Echokammern rutsche. Also, dass ich quasi mit Content konfrontiert werde, der immer wieder die gleiche Position, die gleiche Perspektive wiederholt. Und da rutsche ich rein, ohne das vielleicht zu merken, und auch gar nicht unbedingt, ohne da wieder gut rauszukommen, ohne dass ich da aktiv gegen vorgehe. Das heißt, das, was mir vorgegeben wird, wird auf einmal fremdgesteuert, wenn man das möchte, von den Algorithmen. Und da braucht es eben ein aktives Dagegen-Angehen, um da zu gucken, was passiert und in welche Diskurs bin ich gerade gerutscht. Das sind so die drei großen Veränderungsaspekte, die wir sagen können, okay, da an den Punkten ändert sich die kommunikative Konstruktion von Digitalität. Tja, jetzt damit? Das ist natürlich immer die große Frage. Und ich möchte zwei Perspektiven, und wir haben ja auch gleich nochmal Zeit zu diskutieren, und ich würde gerne diese zwei Perspektiven mit Ihnen auch diskutieren. Ich glaube, einerseits, wie wir das am Anfang schon auch gesagt haben, wie das ja auch schon Sie im Chat geschrieben haben, müssen wir einmal gucken, wie schaffen wir es auf individueller Ebene, dass wir eine flächendeckende Reflexion des Einflusses auf Wirklichkeitskonstruktion haben. Also das heißt, ich muss erstmal wissen, dass da was passiert, dass KI nicht nur bedeutet, okay, ich habe jetzt andere Tools, ich habe andere Werkzeuge, ich kann jetzt meine Texte schreiben lassen, ich kann meine Forschungsprozesse damit machen, ich kann meine Folien damit erstellen lassen. Das sind natürlich auch Dinge, die sich verändern, also veränderte Arbeitsprozesse, aber dass das natürlich viel tiefer geht, sondern dass das was mit mir macht, wie ich die Welt wahrnehme und wie ich sie sehe. Und da sind natürlich, das ist ja auch ein ganz großes Thema hier beim University Future Festival, die Frage nach neuen Kompetenzanforderungen, den Future Skills und insbesondere dem kritischen Denken. Das würde ich sagen, ist die Perspektive auf der individuellen Ebene. Ich würde aber noch auf eine andere Ebene gehen, die in diesem Kontext weniger diskutiert wird, und zwar die Regulierung medialer Inhalte. Und ich weiß, Regulierung ist immer ein schwieriges Wort, aber wir sehen das ja aktuell, auch jetzt gerade im Wahlkampf, sehen wir, welchen großen Einfluss soziale Plattformen haben. Und soziale Plattformen sind natürlich, das sind kommerzielle Anbieter, die dahinter stehen. Und da braucht es aus meiner Sicht eben neben der individuellen Kompetenz, neben dem individuellen Kompetenzaufbau eben ein systematisches Vorgehen gegen illegale und falsche Inhalte. Und dafür, ne, wir wissen alle, das Internet macht jetzt auch nicht Halt an den Ländergrenzen, braucht es natürlich noch mehr eine länderübergreifende Zusammenarbeit.
Und die EU ist da gerade schon auf einem guten Weg. Ich weiß nicht, wie viele sich damit intensiver beschäftigen. Wir haben ja jetzt seit Februar den Digital Services Act, wo es eben genau darum geht zu sagen, okay, wir können das nicht nur in die Verantwortung der Einzelnen geben, sondern es muss quasi aus beiden Perspektiven herangegeben werden für ein eben sicheres Internet. Und ich würde nicht nur sagen für ein sicheres Internet, sondern auch für einen digitalen Raum, der so maßgeblich Teil unserer Wirklichkeitskonstruktion ist, dass man da es eben schafft, diese Prozesse auch systemisch anzugehen. Und das muss leider dann mit Regulationen stattfinden. Das ist meine Perspektive. Ich sehe den Handlungsbedarf aus diesen Perspektiven und in der Verzahnung der Perspektiven. Aber darüber würde ich gerne mit Ihnen diskutieren und ich bin mit meiner Präsentation am Ende und freue mich auf Fragen und Anregungen.